Was kannst du präventiv machen, um einer Futteraggression vorzubeugen? Ganz wichtig, präventiv. Also wenn dein Hund schon, wenn du vorbeigehst, die Zähne fletscht und dich anknurrt, dann bitte, bitte, bitte nimm dir jemand professionell dazu. Also ich trainiere mit Hunden, die Menschen eben unter anderem wegen Futterthemen und wegen allen möglichen anderen Themen wirklich ins Gesicht gebissen haben, wo Menschen eine Woche im Spital waren, weil der Hund ihnen das Gesicht komplett zerstört hat. Ja? Also solche Themen sind nicht witzig. Drum, wenn euer Hund schon Aggression beim Futter zeigt, bitte, bitte, bitte mit jemand professionellem zusammen trainieren. Wenn du jetzt einen netten, jungen Hund hast oder einfach einen Hund, der ja, keine Futteraggression zeigt, der freundlich ist, du hast ihn gerade aus dem Tierheim vielleicht geholt oder hast eben gerade einen jungen Hund dir genommen, dann kannst du aber präventiv schon trainieren, damit der Hund eben später mal keine Futteraggression zeigt. Aber wie entsteht Futteraggression überhaupt? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sein Futter verteidigt, ist es im Endeffekt einfach nur so, dass der Hund sagt, zumindest bei dem Thema Futter nehme ich eine dominantere Haltung ein. Dominantere Haltung oder eine dominantere Rolle in diesem Kontext Futter. Was heißt dominant oder dominante Rolle jetzt konkret? Dominante Rolle heißt einfach nur, in diesem Konflikt nimmt sich der Hund mehr Rechte raus und gesteht mir weniger Rechte zu. Also der Hund nimmt sich das Recht raus, ich will dieses Futterstückchen haben. Er nimmt sich, oder sie, ja in dem Fall, nimmt sich mehr Rechte raus und gesteht mir weniger zu, sprich, du Mensch, geh weg von meinem Futter. Ja? Und da hätte ich eben gerne, dass ich aber die dominantere Rolle habe, dass ich sagen kann, ich nehme mir mehr Rechte raus, ich kann das Futter einfach haben, beanspruchen, ist meins, und ich gestehe dir weniger Rechte zu, sprich, ich schicke dich weg. Das klingt so böse, klingt so gemein, aber Hunde leben nicht in einer Demokratie und da gibt es einfach immer einen, der die dominantere Rolle einnimmt oder eben nicht. Und bei Menschen im Endeffekt genauso, schauen wir uns das Verhältnis Kinder-Eltern an und ja. Es gibt immer einen, der eine dominantere Rolle hat, der Entscheidungen eher trifft und dem anderen weniger Entscheidungen zugesteht. Ich weiß, es gibt jetzt viele Menschen, die sagen, ja, aber mein Hund kommt aus dem Tierschutz, der hat dort wenig abgekriegt, der hat jetzt Angst, dass man ihm das wegnimmt. Ja? Angst, dass man ihm das wegnimmt. Ja, der hat Hunger gehabt, das kann schon sein, dass er wirklich viel Hunger gehabt hat, dass der ganz dünn ist, dass er gelernt hat, ich muss die dominantere Rolle einnehmen, weil sonst überlebe ich nicht. Ja? Aber trotzdem. Ist es jetzt wichtig, dass du die dominantere Rolle in diesem Konflikt Futter, wer hat, einnimmst? Weil stell dir vor, dein Hund hat einen Giftköder im Maul. Hättest du auch gern, dass er dir eben nicht das Gesicht zerfleischt dabei. Und ich kenne Hunde, die haben ihre Besitzer massiv gebissen, weil wir auf der Straße was gefunden haben. Besitzer hatte Angst, könnte Gift sein. Ich weiß, in der Umgebung liegt oft Gift. Wollten es wegnehmen und die Hunde haben Hand komplett zerbissen. Drum ist es ganz, ganz wichtig, dass euer Hund lernt, in dieser Rolle Futter, Hund, ich, habe ich die dominantere Rolle, ich kann Futter für mich beanspruchen und dir weniger zugestehen an Rechten, sprich es dir wegnehmen. Und darum ist eben so wichtig, dass ich mit meinem Hund das ausdiskutiere, wer hat die dominantere Rolle in diesem Konflikt Futter, Hund, wer kriegt's? Und wie machen wir das konkret? Ich habe hier eine Kiste voll mit Leckerlis. Die sind von kauknochen.de, einer ganz, ganz tollen kleinen Firma aus Deutschland, die nur Weide-Biohaltung produzieren, ist ein Partner von uns. Und unten schreibe ich den Link rein, da bekommt sie auch 10% Rabatt. Ganz, ganz toll, beziehen die Kauartikel nur von einem einzigen Schlachter. Die Tiere kommen eben vorher nochmal auf die Weide beim Schlachter, haben keinen langen Transportweg, werden nicht in ein Massenschlachthaus reingekarrt, reingetrieben und dann irgendwie unter Stress umgebracht, sondern das ist wirklich alles sehr ruhig und genau. Okay, aber wie trainieren wir das Ganze jetzt konkret? Ich habe hier eben diese Schachtel, ganz viele Leckerlis für. Und ich sage ihr da, geh weg. Und schick sie da weg und sage, hey, das hier ist mein Leckerli. Ich möchte hier alles rauslegen. Die. Beste. Oh, Lammrippen. Yari. Also ich habe jetzt hier ganz, ganz tolles Futter liegen und ich hätte gern von der Yari, dass sie das nicht anrührt. Wenn sie hingeht, ich habe es vorhin kurz gemacht, also wie sie hingehen wollte, gehe ich wirklich mit Spannung zu ihr hin und schicke sie weg von dem. Ja? Was ich nicht mache, ist, ich mache keinen Sitz, 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 bleib, 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 okay, go. Weil dann habe ich einen Hund, der aus Erwartungshaltung wartet, wartet, wartet und dann auf ein Go hinflitzt, ja? Und das nimmt. Und ich will eben keine Erwartungshaltung, ich will keine Hektik da drin haben. Weil ein antrainiertes Kommando, sitz, 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 bleib, 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 go. Ja?
dann wird der Hund nur sitzen bleiben, weil er weiß, es zahlt sich für ihn mehr aus, sitzen zu bleiben. Im Sinne von, dann bekomme ich dazwischen noch ein Leckerli oder ich bekomme sonst das Futter nicht. Aber er bleibt nicht aus einem sozialen Respekt sitzen oder einfach weg von dem Futter. Würde auch gerne eben da weggehen können und ja, das Futter da einfach stehen haben können. Genau. Also ich hätte gern ausdiskutiert, das hier ist mein Futter, das beanspruche ich für mich. Kannst du ein bisschen näher hinlegen. Sobald sie eben hingeht, sage ich ihr, mit einer sehr angespannt, also mit Spannung. Achtung, Spannung ist nicht Aggression, ist nicht grantig, nicht genervt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Sobald ich grantig, aggressiv, genervt bin, ist das nicht mehr souverän. Ja? Also wenn ich einen Hund korrigiere, gehe ich mit Spannung hin. Ja? Spann alles an. Sobald er sagt, okay, ich sei eins, ich lasse uns ruhen, bin ich wieder entspannt. Was ich nie bin, ist, ich gehe nie hin mit, hör auf damit. Also nicht mit grantig. Auch nicht mit, hör auf damit. Ja? Sondern immer mit Spannung und mit dem ganz, ganz klaren Gedanken, geh du weg von dem Futter. Das hier ist meins. Ja? Nicht mit, hoffentlich geht er weg und wie kriege ich ihn jetzt weg und schieben und sonst irgendwas. Sondern wirklich mit dem klaren Gedanken, geh da weg. Das ist mein Futter. Genau. Kann man dann, wenn es dann auch schon so gut geht und der Hund schön mitmacht, kann man nochmal vorbeirufen. Hier. Ja, Harry streckt sich noch. Ist noch früh. Genau. Und ich hätte gern, ja, jetzt wird sie lieber kuscheln. Sehr gut. Dann kann ich sie auch gern streicheln. Aber ich hätte gern, dass sie sagt, das hier ist mein Futter. Hm. Du Kuschel, Kuschel. Genau. Und sie sagt von sich aus, ich nehme es nicht. Also das Thema ist für sie komplett geklärt, dass sie es nicht nehmen darf. Ja, sie will es eigentlich viel lieber mit mir kuscheln, als das nehmen. Und ich habe sie nicht vorher gefüttert, ich schwöre es euch. Nur sie sagt, sie respektiert das, das ist dein Futter, ich weiß, ich darf es nicht nehmen. Und dann stattdessen kann man ja auch kuscheln. Du verkuscheltes, kuscheltes Tier. Und jetzt sehe ich, sie ist mir nicht böse, weil ich sie von dem Futter wegschicke und er sagt, das Ding ist meins. Ja? Im Gegenteil, er sagt, hey, wenn es deins ist und ich es nicht haben darf, dann könnten wir ja stattdessen einfach kuscheln. Und das ist voll okay. Kuscheln ist super. Aber ich hätte gern, dass ihr das in Ruhe lässt. Es könnte ja genauso gut meine Pizza sein oder mein Eis, was da am Boden liegt oder auf einem niedrigen Couchtisch liegt. Und da ist gut, wenn die Jahre einfach sagt, sie nimmt es nicht. Oder oh, juckt es genau da. Ganz genau da. Oh. Oh. So, jetzt müssen wir weitermachen mit dem Video, Jari. Ah. Da kann ich auch mit Spannung ja sagen, hey, haben wir das nicht ausgemacht, Madame? Dass wir das Futter nicht nehmen. Ja? Und Hunde haben eben keine Demokratie. Die sitzen nicht im Kreis um meinen Futtern ab und sagen, jeder kriegt ein Häppchen und stimmen wir ab, wer wie viele Häppchen kriegt. Ja? Das haben Hunde nicht. Bei Hunden nimmt einer die dominantere Rolle ein und sagt, hey, das gehört jetzt mir. Und für Hunde ist das das Normalste der Welt, dass einfach einer mal die dominantere Rolle einnimmt. Also Hunde haben keine Demokratie, die sitzen nicht im Kreis um eine Schüssel rum und stimmen ab, wer wie viele Häppchen kriegt. Ja? Das machen Hunde nicht. Und darum ist eben wichtig, dass ich meinem Hund sagen kann, schau, ich nehme die Rolle ein, ich sage dir, mach das so und so, geh da jetzt nicht hin. Und wenn mein Hund das dann kann, dass er sagt, okay, das ist deins, ich nehme es nicht, ich respektiere, ist deins, du beanspruchst das für dich, dann habe ich schon ganz viel gemacht präventiv gegen Futteraggression. Wenn der Hund dann entspannt ist, da jetzt nicht mit einer mega Erwartungshaltung unter Strom sitzt, einfach sagt, okay, ist deins, akzeptiere ich, dann kann ich sagen, okay, Jari, kannst das haben. Ja, und dann kann der Hund gerne das auffressen und machen, was er will. Okay? Wenn dir das gefallen hat, dann like gerne das Video. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Abonniere gerne den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Freut mich, dass du bis zum Ende geschaut hast.